Zum Thema DVD-Laufwerk am Remix hatte Skyblock Area geschrieben, ich soll doch mal testen, wenn man im VLC-Player unter die Einstellung geht, dort auf Verzeichnisse und dann sagt, ich möchte ein weiteres Verzeichnis hinzufügen, ob man auf die Art und Weise vielleicht das DVD-Laufwerk mit dem VLC-Player nutzen kann. Ja, ich habe die Konfiguration jetzt mal so aufgebaut, dass man es ausprobieren kann. Man sieht ja jetzt schon momentan den Dateimanager, wo angezeigt wird, was momentan verfügbar ist. Und im Vordergrund als Fenster haben wir hier den VLC-Player. Und ich werde jetzt einfach das DVD-Laufwerk mal anschließen. So, ich stecke mal das Kabel rein. Dann taucht auch im Dateimanager gleich das Medium auf USB 3006. So, es ist leider die Maus verloren gegangen. So, dann werde ich die Maus noch mal rausziehen und noch mal neu einstecken, in der Hoffnung, dass das hilft. Ah, okay, jetzt ist sie wieder da. Dann lege ich jetzt mal noch die bekannte Barbie-DVD ein, die ich auch beim letzten Mal schon getestet habe. Das DVD-Laufwerk läuft jetzt auch an. Ich habe auch diesmal das DVD-Laufwerk mit einer externen Stromquelle noch versorgt, sodass also auch wirklich genug Strom drauf ist. Und ich wechsle jetzt mal in den VLC-Player. Dort bin ich jetzt schon, ich gehe da noch mal kurz hin, zeigt es. Dort bin ich jetzt schon in den Einstellungen. Gehe dort auf Verzeichnisse und sage, ein weiteres Verzeichnis hinzufügen. Dann fragt er mich jetzt, wie dieses weitere Verzeichnis heißen soll. Und das nennen wir jetzt USB 3006. Okay. Ganz kurz konnte ich im VLC-Player noch lesen, dass dieser Pfad nicht gefunden wurde. Aber wie man sieht, ist es also nicht mit aufgenommen worden. Für mich sieht es immer noch so aus, wie wenn der Remix, das Betriebssystem des Remix, einfach ein Problem hat, das Dateisystem von DVDs zu lesen. Vielleicht gibt es noch weitere Ideen, dann probiere ich die gerne noch aus. Schreibt sie einfach unten in die Kommentare und bis dahin sage ich viel Spaß noch. Tschüss!